Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind wieder im kalten Deutschland angekommen. Wir dachten, wir sind jetzt in Deutschland, Wetter ist nicht mehr so gut, Essen wird jetzt einfach auch nicht mehr so gut, denn wir werden jetzt beim schlechtesten Restaurant der Stadt bestellen. Einer von uns beiden. Ja. Hoffentlich nicht ich, da habe ich wirklich Lust, und, oder? Ja gut, vielleicht ist es ja trotzdem, ganz ehrlich, manchmal werden Dinge einfach zu Unrecht schlecht bewertet. Und dann werden wir einmal noch beim besten Restaurant, beziehungsweise mit der besten Bewertung in unserem Umkreis bestellen. Ich habe da schon was rausgesucht, meine Damen. Das heißt, wir werden, wie losen wir das aus? Sollen wir schnick, schnack, schnucken? Aber verliere ich immer. Lass mich mal auf deinen Schoß. Jeder kann sich lass doch mich doch mal auf deinen Schoß. Aua. Wie verbleiben wir denn jetzt? Ich muss pupsen. Schnick, schnack, schnuck! Und du darfst jetzt in einem indischen Restaurant bestellen. Das ist das schlecht bewertetste. Mhm, hat auch leider eine Lieferzeit von 65 Minuten. Aua, nein, es filmt doch noch nicht. Ach so, ich dachte, es soll es werfen. Das Essen ist da. Wunderbar. Schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Essen lecker, lecker. Hm, yum, yum, yum. Ich weiß gar nicht, ob das deins oder meins ist. Das müssen wir jetzt mal gucken. Erstmal die romantische Kerze anzünden. Erinnert ihr euch noch? Musik anmachen. Echt? Okay, so, jetzt gucken wir mal hier rein. Also ich bin ganz ehrlich. Ich habe Hunger. Och, Bianca, ich kann nicht essen, wenn man die Toilette im Hintergrund sieht. Dann weiß man sofort, wo es hingeht. Ich will jetzt wissen, ob das das gut bewertet oder... Das ist das schlecht bewertete von dir. Ah, sieht doch in Ordnung aus. Und kann man die Heizung mal hier irgendwie hochschrauben? Hier ist eisekalt. Das ist übrigens deine Vorspeise. Was, das Grüne hier? Das weiß ich nicht. Nee, ist das romantisch. Oh, nee, dann ist... Ach, Bianca, das ist das 80. Mal, dass du dich heute störst. Wir hatten ein 4-Gänge-Menü bestellt. Bekommen haben wir nur ein 3-Gänge-Menü. Soll ich das knuspern? Was ist das? Portionsgröße, ich bin hungrig und unzufrieden gegangen. Geschmacklich, alles hat gleich geschmeckt. Wir hatten Alufolie im Essen. Wir hatten Alufolie im Essen. Geschmacklos, roh und ungewürzt. Schlechtes Essen. Ich glaube, das soll frittiertes Gemüse sein. Aber das ist wirklich... Das ist doch knackfrisch. Wobble, wobble. Die Soße schmeckt aber eigentlich ganz geil. Wie so ein etwas schärferes Pesto. Pommes schmecken auch, egal aus dem geilsten Restaurant der Welt, sobald man... Super, jetzt muss ich kotzen! Oh, hier beschwert sich jemand, dass er Haare im Essen hatte. Nein, bei Haaren im Essen finde ich gar nicht gut. Nachdem wir einen Blick in die Küche erhaschen konnten, haben wir nur ein Bier bestellt und sind sofort wieder gefahren. Das verdirbt einem echt den Appetit. Es war schrecklich. Boah, nie wieder. Und ich weiß auch wirklich hast du was das sein soll. Och man, das ist irgendwie doof. Die Mona passt gerade auf die Kinder auf. Der erste Abend ohne Kinder seit über einem Monat. Und ich bestelle mir das schlechteste Essen der Stadt. Das ist wirklich scheiße. Es geht auf jeden Fall rein. Es ist halt einfach nicht gut. So. Okay. Achtung, Knacktest, Bianca. Ja? Knacktest des schlechtesten Restaurants der Stadt. Ich will das auch probieren. Jetzt muss ich mir die ganze Zeit die Küche vorstellen, wie da irgendwie Haare durch die Gegend fliegen. Ach, bitte. Was hast du denn alles bestellt, Mädchen? Ich habe halt ein 4-Gänge-Menü dir gemacht. Leute. Das ist das Hauptgericht. Also Gemüse-Eintopf. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Kokos. Der Reis. Nice. Schmeckt nach Scheiß. Optimal. Aubergine. Möhrchen, Öhrchen. Mh. Und? Ich finde das lecker. Das ist gut. Ein bisschen scharf. Den piepst du aber weg. Was? Den piepst du aber weg, oder? Ja, ja. Also ich würde jetzt einfach mal alles zusammen 2 von 5. Google hatte fast recht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was das sein soll, aber... Sowas habe ich noch nie gesehen. Das schmeckt so, wie meine Toilette riecht. 1,5 Stunden später. Wie bitte? Nee, Parkplatz, okay. Okay, aber ich weiß nicht, auf welchem Parkplatz Sie sind. Ja. Ich bin mal sehr gespannt jetzt. Krass, wie der weggerannt ist.
Wand ist. Und ja, es wäre sehr viel los heute. Oh Mann. Alter! Kacke, weißt du, wie heiß das ist? Das kannst du doch nicht so lieb. Bin ich mal gespannt, ob sich die 2 Stunden Warten gelohnt haben. Aber muss dazu sagen, wir haben gerade festgestellt, dass beide Gerichte exakt das gleiche gekostet haben. Ja, das stimmt ja wohl mal. Oh, Kroketten, die habe ich für dich bestellt. Damit wollte ich testen, ob die gut sind, weil die sind Warte, 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 ich bin Kroketten-Experte, ich schwöre. Hier? Haben wir Mayonnaise? Ich habe Ketchup. Ich schwöre euch, ich bin Kroketten-Experte. Oh. Die können ein bisschen knackiger sein, aber das aber sind wirklich gut. Die sind so richtig. Klar können die auch knackig sein, aber ist fürs Liefern halt schwer. Die haben es mir angetan. Oh, Pizzabrot habe ich noch bestellt. Das sieht eigentlich so aus, wie ich das nicht so gerne mag. Aber ich mag auch lieber diese runden, die nicht so schwarz sind. So, jetzt habe ich eine Gemüsesuppe. Bin ich sehr gespannt. Was schwimmt denn da? Was ist das? Komm, probier mal. Bester Laden der Stadt, Bianca. Boah. Habe ich meine Zunge verbrannt? Geh mal schnell was. Wieso musstest du dabei kotzen? Das heißt, es ist noch heiß. Ist ja schon mal gut, ne? Boah, es ist so heiß. Schmeckt lecker. Also, die Nudeln sind okay. Die sind ultra weich und matschig. Und da ist, guck mal, wie wenig Gemüse da nur drin ist. So. Und es schmeckt wirklich nach nichts. Eine Nudel. Wolltest du dir noch Gemüse drauf machen eigentlich? Geht klar. Ja, natürlich geht das klar. Aber will ich mir heftig Salz drauf machen? Ich würde dem Gericht 3 von 5 Sterne geben. Alles zusammen. Ich bin richtig enttäuscht. Ich habe wirklich viel erwartet. Wenn ich das nächste Mal bestellen müsste, würde ich mir 5 Portionen Kroketten bestellen. Ich habe mich auf ein leckeres Essen jetzt gefreut. Ich bin völlig vollgestopft. Guck mal, wie süß du da hinten sitzt. Wie, als wärst du so versetzt worden. Ja. Oh nein. Ich hoffe, mein kurzes Video war unterhaltsam. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich glaube, ich habe das schlechtere Essen. Eine Sache lecker schmeckt. Das schlecht bewertete Essen, das habe ich, glaube ich, war ich eher sogar ein bisschen positiv überrascht. Und von dem Essen bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. A, hat es einfach mal 1 Stunde länger gedauert. Und eigentlich schmecken die Kroketten am also fast nur. Was lernen wir daraus? Bewertungen stimmen meistens nicht. Habt ihr übrigens gesehen, auf YouTube gibt es keine Dislike-Button mehr. Auch unter dem Video jetzt. Guck mal bitte auf YouTube, ob es wirklich keinen Dislike-Button mehr gibt. Soll ich mal gucken, jetzt aktuell oder was? Versuch mal, mein letztes Video zu disliken. Das mache ich doch sehr, sehr gerne. Soll ich mit den Leuten Deal eingehen? Nein. Wenn sie disliken. Nee, nachher könnt ihr doch noch disliken, ihr Schlitzohren. Gebt mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Daumen nach oben geben könnt, dann macht das mal. Ich glaube, das geht nicht mehr. Ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren. Ich kann auch einen Daumen nach oben geben, ja. Echt? Mach ich dann jetzt auch. Nein! Habt eine wunderbare Zeit. Wir werden jetzt einen Podcast aufnehmen. Der wird sowas von astrein. Schaltet ein. Erster Link in der Informationsbox. Zweiter Link in der Informationsbox. Box findet ihr Biancas Video. Da haben wir ein sehr geiles Video gedreht. Da waren wir noch auf den Malediven und sind einmal um die komplette Insel gegangen. Also ein Video. Das Video endet, wenn wir einmal um die komplette Insel Video gegangen sind. Video. Und wirklich, da haben wir sehr, sehr geile positives Feedback von euch zu bekommen. Onkel Raffi ist übrigens bei dem Video gestolpert und hat sich den ganzen Fuß aufgeschnitten und danach musste man noch mit ihm in die Klinik. Ha? Und der coole Typ hat nichts gesagt. Hat nichts gesagt, hat einfach weitergefilmt. Ehrenmann Onkel Raffi. Das war's, bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderbare Zeit, guten Appetit noch und wo bestellt ihr so? Schreibt mir. Tschüss!